Yo, Leute, was geht ab? Wir spielen die unbeliebteste Standalone der ganzen Welt, und zwar die DayZ Standalone. Und mit wir meine ich doch nicht nur mich, sondern auch den... Perry! Perry! Ich dachte, du verpasst deinen Einsatz. Uiuiui, ui, ich hab Loot gefunden. Ach, den Loot habe ich gar nicht gesehen. Hör mal, das ist ja voll der... Oh Gott, ich brauche eine Tasche unbedingt. Oder wir essen das einfach. Also, wir spielen ja die Standalone. Schon extrem lang nicht mehr gespielt. Und man muss sagen, es hat sich einiges getan. Es hat sich einiges getan. Zum Beispiel auf den Experimental-Servern gibt es schon Zelte und alles. Also das ist so der erste Meilenstein für mich, die Zelte. Schön wäre natürlich, wenn es jetzt noch was Sinnvolles gäbe, wie zum Beispiel Zombie. Aber wollen wir davon mal einfach weggucken, denn... Hey, wie kann ich eine Waffe equippen? Sag bloß, er kann keine Waffe equippen. Nein. Nein, 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 warte. Nee, guck mal, ne? Wie kann ich... Ich habe hier eine Sichel, aber wie nehme ich die Sichel? Man kann die doch gleich eigentlich sofort in die Hand nehmen, oder? Da bin ich etwas überfragt. Dann schmeiße ich das hier mal raus und das hier. Boah, jetzt übertreib nicht. Sag nicht, die braucht so viel Platz. Dann werde ich aber sauer hier. Okay, jetzt funktioniert's. Ja, du musst sie erst im Inventar haben und dann kannst du die in die Hand nehmen. Okay. Funktioniert irgendwie nicht. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Diese Bewegung, wie immer, äußerst flüssig. Ich habe es noch nicht raus, wie das mit dem System funktioniert, aber ich werde es immer weiter testen und testen und testen und testen und testen, bis es irgendwann mal klappt. Map of Northwest Airfield habe ich hier gefunden. Und zwar zwei Stück, sogar eine oben und eine da. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen erstmal ein Backpack. So, das erste Ziel ist, wie immer, ein Backpack zu suchen. So. Was lasse? Black Bandana gefunden. Bandana? Also. Okay. Bandana. Hier habe ich so ein Kopftuch auf, so ein schwarzes. Ich sehe aus wie so ein Gangmitglied. Gangmitglied? Okay. Das haben wir gefunden. Ich habe absolut keine Ahnung, in was für einer Stadt ich gespawnt bin. Scheint eine neue Stadt zu sein. Zumindest habe ich die mir noch nicht so ganz angeguckt. Ich bin hier gerade eben erst gespawnt. Perry und ich finden uns zusammen. Perry, wir schauen mal gleich. Du musst unbedingt ein Straßenschild suchen. Ich suche mal auch eins. Die Frage ist, ob sich das... Ich bin auch in der Stadt. Vielleicht sind wir in derselben Stadt. Wir sind auf jeden Fall auf demselben Server. Das hoffe ich doch. Ja, das sind wir. Jetzt schaue ich mal, ob mir irgendein Gebäude bekannt vorkommt. Ich vermute mal, wir sind... Oder ich bin in der Nähe vom Nord-Ost-Airfield. Da wurde ja eine neue Stadt implementiert. Da vermute ich mal, dass ich da bin. Oh, Zombies sind alle schon tot. Also Zombies wurden hier schon abgeschlachtet. Oder die Zombie-Apokalypse ist vorbei. Werden wir gleich sehen, werden wir gleich sehen. Aber, ja, Harry. Anders zu DayZ Standalone ist natürlich, dass man wieder frei reden kann. Also, da wir gehen eh nicht davon aus, dass irgendwas Spannendes passiert oder dass wir andere Spieler treffen. Deswegen... Benutzen wir das Ganze doch so als ein kleines Laber-Video. Ein Laber-Video. Oh, da ist ein Straßenschild. Da sehe ich ein Straßenschild. Und zwar möchten wir uns, bei allen Zuschauern bedanken. Nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Twitch. Wir haben innerhalb kürzester Zeit auf Twitch auch 5000 Follower geknackt. Wir haben Partnerschaft bekommen. Wir haben Subscribe-Button. Wir haben alles Mögliche bekommen. Oh, das ist echt eine neue Stadt. Armatschowka heißt. Amanovka. Aber kein Straßenschild, wo es weiter lang geht. Uiuiui. Was ist denn da unten? Oh, da unten ist ein Militärgebäude, oder? Oder? Ja, da unten ist ein Militärgebäude, das gucken wir uns doch mal an. Also, wir möchten uns einfach tausendmal bei euch allen bedanken. Tausendmal einfach nur. Und wir bekommen immer super Feedback überall. Nicht nur auf YouTube, auch auf Twitch. Jeden Tag, wenn wir streamen. Also, wir streamen ja zurzeit jeden Tag. Ab 18 Uhr bis meistens geplant 22 Uhr, aber ist eher immer so bis 0 Uhr. Also, 6 Stunden noch Stream.
Und ich möchte das auch erstmal so weiterhalten, also dass ich wirklich fast jeden Tag streame, so wenn es geht, fast jeden Tag. Oh, da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Oioioi, ich habe mich. Ich sehe zum ersten Mal in der Lazy Standalone Spieler, Perry. Der soll auch mal vorkommen, ne? Hör mal. Sind zwar keine Zombies oder so da, aber ein Spieler. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Oh, ich muss den Anki in die Ecke locken. Ich glaube, der hat keine Waffe. Ich glaube, der hatte keine Waffe. Hör mal, Spieler. Da hast du dich aber hier ins falsche Gebiet begeben. Oh, der hat mich noch nicht gesehen. Der hat mich noch nicht gesehen. Doch, der hat eine Waffe. Oh. Oh, und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Oh. Nein, es gibt kein Friendly. Es gibt kein Friendly. Es gibt kein. Oh, er hat mich geschlagen. Oh. Oh, zack. Und da gehen wir den. Und zack. Wir haben zwei Schläge Vorteil. Zack. Drei Schläge Vorteil. Oh. Oh, er blutet. Ich blute auch. Ich habe leider keine Bandagen. Ich habe keine Bandagen. Jetzt hau doch auf den Kopf hier. Zack. Mit deiner Brille. Nein, er hat einen Helm. Er gewinnt wegen dem Helm. Lohnt es sich überhaupt? Was ist denn das für eine Sichel? Das ist keine Sichel. Das ist ein Papierstock hier. Ja, man muss das Blut sehen immer. Hier. Bam. Und. Bam. Und. Bam. Bam. Stirb. Bam! Bam! Hör mal! Hier fließen 20 Liter Blut die Sekunde aus und Sekunde. Er gibt mir. Er haut mich einfach bewusstlos. You are dead. Gut gespielt, Spieler. Meine Sichel. Ich habe das Gefühl, ich habe mit dem Stiel zugehauen, statt dass ich einfach mit der scharfen Kante den aufgeschlitzt habe. Lol, Mucka. Ja, bitte? Ey, bei dem Auto hier kann ich die Tür auf und zu machen. Ja, du kannst bei allen Autos eigentlich die Tür offen zu machen. Sogar den Kofferraum. Da ist hier sogar was drin. Ja, da ist auch Gear drin. Also, wir werden mal neu spawnen. Ein Zombie. Also, ich muss sagen, Harry Potter hat uns extrem Hardcore gegeben. Obwohl der ein friendly Spieler war, hat noch sich so nach links, nach rechts geneigt. Ich spiele aber die Standalone nicht friendly, ja. Es wird im seltensten Fall friendly gespielt, wenn, außer wenn ich gefangen genommen werde. Mist, hätte ich Handschellen, dann hätte ich den festnehmen können. Ich hau mit dem Schaufel auf den Zombie an, damit er will nicht sterben. Okay, ich weiß, wo ich gespawnt bin. Und ich sehe einen Zombie. Oh mein Gott. Diesmal bin ich irgendwo gespawnt. Und zwar, das ist, Solnichny Factory. Nennt man das Gebiet. Perry, wo treffen wir uns? Wo bist du? Ich hab keine Ahnung, wo der Zombie will nicht sterben. Ich hau mit einer Schaufel auf den einen, aber. Du musst Kopf. Ich glaube, die sterben, nur mit Kopfhits. Also, solange du. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen. Zumindest ist es auf jeden Fall das Effektivste. Aber ich glaube, die sterben auch nur, wenn man die in den Kopf trifft. Trefft ihn nicht mal. Ich stehe vor dem. Oh ja, jetzt ist er tot. Also, nach so einem spannenden Battle möchte ich weiter meine Danksagung führen. Und zwar allgemein, also Facebook, YouTube, Twitch, alle Leute einfach, die uns supporten. Vielen, vielen Dank. Wir haben allgemein auf Twitch schon mal die beste Community überhaupt. Wir haben nicht Leute allgemein schon. Das Einzige, was ich mir erhoffe, ist einfach nur, dass die Leute zuschauen, weil das ist ein Feedback, wo sagt, yo, deine Videos sind, oder das, was du machst, ist interessant, weil sonst würde man das nicht gucken. Ich würde ja nichts gucken, was langweilig wäre. Und auf Twitch geht das so weit, dass die uns sogar Sachen donaten. Die donaten uns Geld, die donaten uns Skins von CSGO, die einen hohen Wert haben. Und was ich das Allerkrasseste finde, ist, die Donaten, die Sachen, die ich donated bekomme, sage ich, ich gebe die für einen Stream oder für YouTube-Videos oder für die Community aus. Also Beispiel Stream, ich kaufe mir dann Keys oder so, öffne ein paar Kisten, ist halt natürlich immer unterhaltsam, da kann man schön mitfiebern. Diese Skins, die ich gedroppt bekomme, werde ich in der Community dann wieder verlosen, in den Streams wiederum. Und es donaten uns Leute tatsächlich sogar Skins und sagen, dies für die Community sozusagen, dass die Community für die Community was tut. Und das ist einfach das Geilste. Das ist einfach die geilste Community, die es gibt. Es gibt einfach nichts Besseres, Perry. Und das macht Das ist mich. einfach mega großzügig. Da weiß man echt nie, was man sagen soll. Das ist einfach überwältigend.
Genau. Und wir versuchen halt, wie gesagt, zwischen 18 und 22 Uhr jeden Tag zu streamen. Zumindest werde es, also was ich auf jeden Fall einhalten werde, ist mindestens dreimal die Woche. Das werde ich machen. Vielleicht an zwei Tagen immer das spielen, auf was ich Lust habe. Zurzeit ist es halt mal WoW Arena, mal DayZ. Also wir haben jetzt sehr viel DayZ gestreamt in den letzten Tagen. Mal wird es sein CSGO, was zurzeit auch gut ankommt. Vielleicht irgendwann auch wieder League of Legends. Und wir versuchen auch so viel es geht mit der Community zurzeit zu spielen. Also DayZ spielen wir immer mit der Community. CSGO, sowieso jedes Game, kommen immer neue Community-Leute rein. DayZ versuchen wir jetzt, oder haben wir sehr oft friendly gespielt. Haben wir mal zum Beispiel jetzt Nighthawk kennengelernt, mit dem ich auch gerne mal was aufnehmen würde nebenbei. Nur der antwortet mir nicht. Ja, ja, klar, eigentlich schon. Ich hab ihn eigentlich eben gefragt, ob der aufnehmen will, aber wenn er nicht antwortet, dann kann ich leider auch nichts machen. Er hat auf jeden Fall, ist sympathisch, aber auch so, ich weiß nicht, Stream macht end viel Bock mit euch, weil ihr seid einfach die geilste Community und YouTube-Videos ist das genauso. Wir haben zwar jetzt sehr viel Anturnt gemacht, sehr viel DayZ, aber ich möchte auch wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen, wie DayZ Standalone. Es sollen ja jetzt Zelte kommen, die Zelte möchte ich unbedingt noch sehen. Ich möchte die ersten Zelte looten, also ich werde da mal gucken, wo die Leute Zelte platzieren. Da gibt es bestimmt schon Verstecke. Ich glaube, die ist nur noch, die ist bisher nur auf den Experimental Servern, aber wir werden da schon was finden, Perry. Wir werden da schon was finden. Der Nighthawk, der hat übrigens, der hat die Standalone, hat aber deine Frage nicht gesehen, hat er mir gerade eben geschrieben. Achso. Ja, da kann ich leider auch nichts mit drin erinnern. Auf jeden Fall, 100.000 Mal Dankeschön. 100.000 Mal Dankeschön. Ich hoffe jetzt auch, dass H1Z1 langsam kommt. Also jetzt, DayZ macht uns natürlich Spaß. Muss aber auch wieder ein bisschen Abwechslung her. So. Also mir fehlt noch so ein zweites Zombie-Survival-Game. Antwend ist zwar ein Survival-Game, ist jetzt aber so mehr Minecraft-mäßig und mir fehlt wieder so ein bisschen mehr Ego-Shooter-mäßig. So. Also, was heißt DayZ, kann man ja nicht Ego-Shooter bezeichnen, aber halt hat zum Teil diesen Ego-Shooter-Funktion drin und das fehlt mir wieder so ein bisschen in anderen Spielen. Und H1Z1 wäre zum Beispiel so eins, ich habe die Streams angeguckt, die sehen sehr vielversprechend aus. Und das habe ich auch schon gespannt drauf. Genau, zurzeit zockt man ja sehr viel Overpoch. Bei Overpoch gefällt mir eigentlich alles. Also das macht mir zurzeit extrem viel Spaß. Map ist la. Also Chernobyl ist cool, ist aber nicht zu cool. Ich würde lieber Taverna Chernobyl spielen. Gibt es leider keine Server, die auf jeden Fall sich lohnt zu spielen. Ich suche zwar noch weiter, aber ja, vielleicht finden wir noch einen. Finden wir bestimmt noch einen. Perry, ich werde nach Stari gehen, okay? Also ich gehe jetzt über Gorka, Polana, Gorka, Stari. Ich bin irgendwo gespawnt, das habe ich noch nie gesehen, ohne Scheiß. Das könnte Nordost sein, Nordost erfielen. Gebäude, die ich noch nie gesehen habe. Eine Stadt mit Gebäuden, die ich noch nie gesehen habe. Einen Kompass hast du nicht, ne? Nee, nicht mehr. Eben hatte ich einen, aber ich bin gespawnt. Dann werde ich doch noch zum Nordost erfielen gehen, weil ich gehe davon aus, dass du da gespawnt bist. Es wurden ja neue Städte eingefügt. Statt dass die mal Zombies machen, wurden Städte eingefügt. Ich glaube, die sind alle im Osten. So, man hat also, glaube ich, die Map aufs oder die Spawngebiete auf nach Osten hin verlegt. Ja, und zu Overpoch macht echt Bock. Also bis auf die M2-Hambis und die OP-Helikopter, die es auf dem Server, glaube ich, gar nicht gibt oder die einfach zu teuer sind, aber die M2-Hambis gibt es mehr als genug, macht das Spiel übertrieben Bock, wirklich übertrieben. Die Leute sind da korrekt, die meisten sind sogar Stream-Zuschauer, wir zocken, wir kämpfen in Streams gegen unsere Zuschauer, ist auch cool gemacht. Kommt auch immer so ein, wenn wir gewinnen, kommt so ein GG und so, also das ist echt richtig geil gemacht. Gibt natürlich dann wieder. Genau, kommt natürlich dann irgendwann mal so ein M2-Hambi oder so. Hatten wir auch jetzt gestern im Stream, hatten wir einen M2-Hami, so Stream-Zuschauer, wollten uns natürlich töten, kamen mit M2, haben uns getötet. So, okay, hat man sich ein bisschen aufgeregt. Dann haben die gesagt, okay, tut uns leid, war ein bisschen unfair, wir haben den jetzt verkauft. So, und dann haben wir gegen die normal gekämpft, also halt mit normalen Waffen und so. Und das ist einfach geil, das ist einfach geil, so. Und also einfach die Leute, die sind so nett, so. Wir töten es gegenseitig, haben richtig geile Kämpfe und sagen am Ende so, GG, well played, so, weiter so, lass uns nochmal kämpfen.
Und das ist das, was mir einfach so Bock macht zurzeit. Und ich würde es auch gern auf Taviane machen. Also ich habe mega Bock auf Taviane. Ist immer noch mit Channel, das ist die beste Map für mich. Nur die Server sind entweder leer oder mega desync key. Weil die Leute sagen natürlich auch mal Origins, der Perry ist auch ein. Oh cool, man kann ja sogar Bäume nach Äpfeln durchsuchen. Ich habe das eben schon die ganze Zeit gesehen. Es gibt Apfelbäume und die kannst du nach Äpfeln durchsuchen. Ja, geil. Ich Muss ich guck mal halt noch nicht jetzt. verhungern. Ich guck mal jetzt. Der hat gesucht, aber irgendwie nichts gefunden. Dann gucke ich mal hier. Nach Äpfeln suchen. I have not found a thing. Okay. Ah, links unten steht das dann, ob man was gefunden hat oder nicht. Aber diesmal hat er was gefunden. Habe ich gesehen. Hallo? Hallo? Und? Was? Nee, nee. Hat nichts gefunden, hat nichts gefunden. Ah, schade. Ah, okay, der sucht das auf dem Boden, komischerweise. Lauf! Lauf, Zombie! Lauf! Nein! Okay. So Du wie weißt, dass du du. mit Doppel-W schneller laufen kannst. Dafür brauchst du dann mehr, aber juckt Ja, das keinen. weiß ich. Weil dann kannst du ja einfach wieder am Brunnen 100 Mal trinken. Ja. Trink, Der trink, trink. Perry, da bin ich ja stehen geblieben, ist ein mega Origins-Fan. Ich dagegen muss Ja. sagen, ich mag Origins. Die Leute sagen aber, ich soll Epoch mit Origins zocken. Und Origins, das, was Origins für mich immer ausgemacht hat, waren zwei Sachen. A, dass man Gear extrem schwer besorgen konnte. Bei Over oder bei Epoch ist es genau das Gegenteil. Das Gear ist das Einfachste zu besorgen. Deswegen würde ich niemals Origins Evopoch spielen. Außer das würde nicht laggen. Dann würde ich das. Und B, Origins war für mich immer, also die neuen Origins-Sachen finde ich nicht so cool. Damals gab es Sektor B und Sektor B war einfach das Geilste, was es gibt. Ja, und jetzt haben wir, jetzt gibt es den Sektor B nicht mehr, weil der so kaputt gemacht wurde. Der Loot lohnt sich nicht. Ich guck nochmal nach Äpfeln. Ich guck nochmal nach Äpfeln. Der Loot lohnt sich nicht. Die Bots sind komisch. Keiner geht einfach mehr dahin. Damals war es eine Versammlung, wo alle gekämpft haben. Und das vermisse ich einfach. Ich bin durstig. Ich Ja, bin ich finde, hungrig. also im Sektor B lohnt sich schon noch. Also da gibt es Waffen, die kriegst du wirklich nur auf Sektor B und die sind echt geil. Nee, auf keinen Fall. Also absolut nicht. Absolut nicht. Das ist meine Meinung. Mir macht's. Weiß nicht. Und das haben wir zum Beispiel auf unserem Overpoch-Server. Es gibt so ein AI-Construct, ist in der Nähe vom Nordwest-Airfield. Und dort spawnt nach jedem Server-Restart sind zwar dort stark, was heißt starke Bots, also stark kann man ihnen nicht sagen, aber man kann auch sagen, die Bots sind da stärker als die bei den Missionen. Das muss man sagen, Perry. Das stimmt. Die sind stärker als Missionen, wir sind da schon ein, zweimal gestorben an den Bots. Aber was man da bekommt ist, wie heißt das nochmal? Building Supply, also sowas wie Zement und alles, was man zum Bauen benötigt. Und das, deswegen treffen sich dann mal ein, zwei Clans oder drei Clans oder mal sogar noch mehr mit Helikoptern oder so nach Server Resets und das macht dann extrem Bock, da wieder zu fighten, weil man hat einfach wieder dieses alte Gefühl, man hat einfach dieses Feeling. Man kämpft für etwas. Man kämpft einfach. Man hat einen richtig geilen Fight und man kann etwas gewinnen. So, und der Gewinn ist einfach. Der Gewinn sind genau diese Building Supplies. So, das finde ich einfach mega geil. Ja, es lohnt sich aber auch. Also sind immer recht. Also es sind jetzt nicht mega viele Building Supplies, aber wenn man die ein paar Mal gemacht hat, dann kann man damit schon mal was anfangen. Ja. Also, wir farmen zurzeit selber die, denn wir haben ja schon im Stream angekündigt, für die Leute, die zum Beispiel unsere Streams nicht gucken, wir möchten im Stream mit den Zuschauern zusammen eine Base bauen. Und deswegen farmen wir zurzeit Sachen. Wir farmen zurzeit Sachen. Wir haben auch von den Admins, also die Admins, also in England. Oh, oh Gott. Oh ja, hier ist ein Toter. Ich habe übrigens nur Moosigen gefunden. Jo Leute, danke erstmal fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten den letzten DayZ Standalone-Part. Haut rein!